Was muss ich machen, wenn ich in die Kirche eintreten will? Diese Frage wird mir tatsächlich öfters gestellt, als man meinen möchte. Was muss ich machen, um in die Kirche einzutreten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man war schon mal Mitglied der Kirche, der evangelischen oder der katholischen oder einer anderen christlichen anerkannten Kirche. Man war getauft, vielleicht konfirmiert oder gefirmt und ist dann irgendwann ausgetreten, aus welchem Grund auch immer. Dann reden wir von einem Wiedereintritt oder gegebenenfalls von einem Übertritt, wenn man nicht ausgetreten war, sondern einfach die Kirche wechseln möchte. Dazu geht man zu einem Pastor, einer Pastorin oder in eine der inzwischen doch relativ zahlreichen Wiedereintrittsstellen der Kirchen und sagt da freundlich Hallo, bringt seine Unterlagen mit, denn es ist gut zu wissen, wann man eigentlich ausgetreten war oder wann man getauft und konfirmiert wurde. Und dann füllt man gemeinsam ein Formular aus, es gibt ein nettes Gespräch und ich frage auch bei Leuten, die ausgetreten sind, immer nach, warum das so war, weil mich das interessiert. Ja, und dann wird man aufgenommen in die Kirche und gehört fortan dazu. Das ist ganz unkompliziert und wenn man mag, dann kann man sich auch gerne in einem Gottesdienst begrüßen lassen, um wirklich aktiv in der Gemeinde aufzutauchen. Der zweite Weg ist, du bist noch gar nicht getauft und möchtest aber Mitglied der Kirche werden. Dann wird das durch die Taufe vollzogen. Die Taufe ist ja gewissermaßen die Aufnahme in die Kirche und bei einem Erwachsenen würde ich dann einen kleinen Taufkurs empfehlen oder anbieten oder würde sagen, geh mal in deine Gemeinde oder geh zu der Wiedereintrittsstelle und frag mal, da gibt es mitunter solche Angebote, wo man mit anderen zusammen über Glaubensdinge spricht und dann am Ende sich bewusst entscheiden kann, ja, ich will getauft werden und zwar in einem Gottesdienst mit anderen zusammen, die das auch wollen. Ich selbst habe das meistens im Einzelgespräch gemacht, so je nach Interessenlage mit 5 bis 7 Treffen und dann habe ich gerne getauft. Thank you.